Hallo liebe Leute, ich möchte euch was unglaublich Krasses vorstellen. Und das ist die künstliche Intelligenz, ChatGPT. Und wie ich glaube, dass es die Welt komplett verändern wird. Es werden Millionen von Jobs verloren gehen. Denn was ich geschafft habe damit schon, ist unglaublich. Das ist jedes Geld wert, dass du aufbringen kannst, wie die wollen, $50 pro Monat bald dafür. Momentan ist es noch kostenlos. Bald werden die Geld dafür wollen. Es ist diese $50 im Monat wert. Eine Frau hat auf meinem tschechischen Kanal, als wir das live gemacht haben, nach einem Film gefragt, wo sie nur wusste, so ganz krasse Umrisse, nur ganz kurze, kleine, krasse Umrisse von dem Film. Ich habe das eingegeben, der hat mir sofort den Film ausgespuckt und weitere Informationen geliefert und es gleichzeitig noch ins Tschechische übersetzt. Wir machen jetzt Folgendes: Du kannst es in vielen Bereichen verwenden. Ich mache mal so ein bisschen Beispiel. Ich will das euch zeigen, weil es damit klar ist, die Welt wird sich jetzt so rasant ändern. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ich gebe mir jetzt hier mal ein, gib mir einen deutsch produzierten Film, der ähnlich wie Narnia ist, okay? Ich gebe das einfach mal ein. Ein deutsch produzierter Film, der ähnlich wie Narnias ist, die unendliche Geschichte von Michael Ende, ein Fantasie. Das siehst du schon mal. Also er hat sofort. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen, was das bedeutet? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was das bedeutet? Und jetzt sage ich, Moment, gib mir das gleiche. Nee, gib mir einen Film, der auch so ähnlich ist wie Narnia, aber in Frankreich produziert worden ist. Okay, einfach nur so ein kleines Beispiel. Ein französischer Produzent, der ähnlich wie Narnias ist, die Abenteuer des Pinocchio. Unglaublich, unglaublich. Von Jacques-Rémy Gérard. Und das ist aus dem Jahr 2009. Gibt dir gleich Informationen auch so. Gib mir. Man hat so die Tendenz, witzigerweise. Du kannst also einige Aspekte des Films an der Narnia-Reihe. Gib mir das Ganze in Französisch. Man hat dann immer so die Tendenz, so, wenn man gut erzogen wurde, so zu sagen, bitte. Aber das musst du gar nicht. Gib mir das Ganze in Französisch. So. Und schon läuft's. Unglaublich. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie krass das ist. Und jetzt pass auf. Finde ich toll und alles. Und jetzt schreib mir einen Artikel darüber, aber im Stil von Hemingway. Mal gucken, ob er das packt. Okay, der ist ein bisschen überladen momentan. Kann man das Regenerate Response mal gucken, ob es packt. Es benutzen Millionen von Leuten, speziell wenn du es abends benutzt, sind Tausende von Amerikanern da drauf auch und englischsprachigen Leuten. Deswegen fällt das manchmal momentan zusammen. So, mal gucken, ob er daran arbeitet. Also das fällt nur zusammen momentan, weil es halt überladen ist. Klar, jeder will es benutzen, jeder benutzt es für alles. Also ich glaube, dass es momentan so krass am Explodieren ist. Die Anzahl der Leute, die das benutzen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Okay, ich probiere es nochmal. Ah, und schon läuft's. Also er schreibt mir jetzt einen Artikel in Französisch im Stil von Hemingway. Oder hat er es hier oben schon gemacht? Ah, das hat er schon oben gemacht. Das ist eben das absolut Verrückte, was er kann. Und er macht das sogar in Französisch. Das muss man sich mal überlegen. So, und ich sage jetzt zum Beispiel, schreib mir
ein kurzes Gedicht. Über den alten Mann und das Meer. Ich glaube, so hieß, oder der Fisch, altes Mann von Hemingway. The Old Man in the Sea. Über The Old Man and the Sea in Deutsch. Der Alte und das Meer sah sich allein mit seiner Kraft und Willen gegen die Wogen kämpfen, seine Seele war stark, aber seine Hände waren schwach, doch er gab nicht auf bis zum letzten Atemzug, denn er wusste, der Sieg ist im Herzen nicht empfangen. Das Gleiche, aber dass es sich reimt. Also ich denke mal, jetzt schafft das nicht mehr, jetzt packt das nicht mehr. Der Alte und das Meer, ein Mann alleine und frei, nur mit seinem Willen stark gegen die Wogen kämpft er sehnsüchtig. Seine Seele ist unbeugsam, doch seine Hände sind schwach. Doch er gibt nicht auf bis zum letzten Atemzug. Denn er weiß, der Sieg im Herzen ist empfangen und er bleibt so standhaft und unerschrocken. Also das hat er nicht so ganz geschafft. Kann man es anders? Please write this. So it rhymes. Ich probiere es mal in Englisch. Okay, das packt er anscheinend noch nicht so ganz. Aber so oder so unglaublich. Und was ich besonders krass finde, du kannst damit unglaublich viel Zeit sparen. Du kannst zum Beispiel sagen, schreib mir einen Artikel über 10 Heilpflanzen, im Stil der Bild-Zeitung. Mal gucken, was passiert. Okay. Heilpflanzen sind in aller Munde und das zu Recht, denn diese natürlichen Wunderwaffen können bei zahlreichen Beschwerden Abhilfe schaffen. Wir haben hier die 10 besten Heilpflanzen für Sie zusammengefasst, die jeder zu Hause haben sollten. Kamille. Beruhigende Wirkung. Okay, Thymian und so weiter. Also, was soll ich euch da noch mehr sagen? Ihr müsst es selber ausprobieren. Das ist halt ChatGPT. Ich habe mich entschieden, dass ich, ich will jetzt nicht sagen Experte werde, aber ich will meditativ anfangen, diese Plattform zu nutzen, um, sage ich mal, das Maximum rauszuholen. Ich benutze es, um Blogartikel zu schreiben, ich benutze es, um Sachen rauszufinden, ich benutze es zur Inspiration. Im Endeffekt ist es der Ersatz für Enzyklopädien, für Google, für alles. Man muss aber dazu sagen, dass momentan ist das noch beschränkt auf einen bestimmten Satz von Informationen, mit denen es gefüttert worden ist. Okay? Und solange das noch etwas beschränkt ist von der Information, kannst du natürlich nicht alles Mögliche rausfinden. Aber er wurde zum Beispiel mit Stack Overflow wurde er bestückt. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, schreib mir ein ganz kurzes HTML-Template. Okay, so zum Beispiel. Und schon läuft's. Mein erstes HTML. So läuft das. Das muss man sich mal überlegen. Also, und da oben haben sie auch so ganz schön gemacht, Copy-Code, dass du es einfach rauskopieren kannst, ohne. Unglaublich krass. Und ich glaube, das war es jetzt erstmal. Wenn ich auf irgendwas. Mal, ein Trick gibt's, den ich noch mit euch teilen will, ist,
Wenig bekannte Fakten, das ist auch sehr cool. Wenig bekannte Fakten, das ist mir so eingefallen, so ein bisschen den anders zu benutzen, wo du schreibst, wenig bekannte Fakten über zum Beispiel Robinson Crusoe. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob ich es richtig schreibe. Crusoe, Crusoe. Mal gucken, ob ich es richtig schreibe. Ah, oh, habe ich, ja, mit OE. Von Daniel Defoe veröffentlicht, einer der ersten englischen Prosaromane. Es war auch einer der Bücher, als Robinsonade bekannt wurde, ein Genre, das auf der Geschichte von Schiffbrüchigen auf einsamen Inseln basiert. Die Inspiration für die Geschichte von Robinson Crusoe stammt von einem tatsächlichen Schiffbrüchigen namens Alexander Selkirk, der 4 Jahre lang auf der Insel Juan Fernandez gestrandet war. Robinson Crusoe wurde in über 500 Sprachen übersetzt und eine massenverkauften Bücher aller Zeiten. Das Buch hatte einen enormen Einfluss auf die Entwicklung der Literatur und der Literatur- und Populärkultur, das zahlreiche Nachahmungen und Adaptionen inspiriert. Robinson Crusoe hat auch einen Einfluss auf die Sprache gehabt. Es hat viele Worte und Redewendungen eingeführt, die heute noch in Gebrauch sind, wie zum Beispiel Robinsonade und Einsamkeit auf einer einsamen Insel. Der Roman hat auch einen Einfluss auf die Geschichte gehabt. Es hat mehrere Interesse am imperialen Abenteuer und an den Kolonialisierungen entfacht und auch die Vorstellung der Rassismus und Sklaverei beeinflusst. Robinson Crusoe hat auch einen Einfluss auf die Wirtschaft gehabt. Bla 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 bla. Also, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das ist nur der Fantasie sind Grenzen gesetzt, wie man das nutzen kann. Und ich glaube, man muss sein Gehirn jetzt auch so ein bisschen darauf eben einstellen und damit arbeiten, um zu lernen, wie man das Maximum rausholen kann. Und es braucht auch eine gewisse Kreativität. Und jetzt kommt das Schlimme. Jetzt pass auf. Was ist das wahrscheinliche Ende? Was ist das wahrscheinliche? Was ist die wahrscheinliche Konsequenz, wenn die gesamte Menschheit, na Moment, gesamte Menschheit Zugang zu KI hat? Mal gucken, ob er das so versteht. Wenn die gesamte Menschheit Zugang zur KI hat, kann dies zu einer Vielzahl von Konsequenzen führen, sowohl positiv als auch negativ. KI kann helfen, Prozesse zu automatisieren und zu optimieren, was zu mehr Effizienz und Produktivität führen kann. KI kann auch helfen, Probleme in Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Umwelt und Sicherheit zu lösen. KI kann helfen, Entscheidungen zu treffen, die auf Daten, Fakten basieren, was zu besseren Entscheidungen führen kann. Negativ, KI kann zu führen, dass Arbeitsplätze verloren gehen, insbesondere in Bereichen, denen Aufgaben automatisiert werden können. KI kann auch zu ethischen und rechtlichen Herausforderungen führen, insbesondere der Datensammlung und Verarbeitung. KI kann auch zu einer Disparität im Zugang zur Nutzung von Technologie führen, was dazu sozialen und wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten führen kann. Also meines Erachtens wird KI so krass unsere Welt verändern jetzt, die nächsten Jahre schon immer rapider und immer schneller, dass ich glaube, dass die meisten Menschen arbeitslos werden. Das glaube ich tatsächlich.